Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Was ihr gerade im Intro gesehen habt, ist ein Bügelanzünder oder auch Bügelgasanzünder. Der wird beispielsweise dazu verwendet, um das Gas von Gasherden, Schweißgeräten, Campingkocher und so weiter zu entzünden. Also eigentlich fast alles, womit man Gas zum Brennen bringen möchte. Das Funktionsprinzip ist letztlich wie bei einem ganz herkömmlichen Feuerzeug. Man hat hier eine Reibefläche und hier ist ein kleiner Zündstein. Und genau dieser kleine Zündstein hat mein Interesse geweckt. Der ist gerade mal 20 mm lang und hat einen Durchmesser von 3 mm. So gesehen ist das nichts anderes als ein viel zu klein geratener Feuerstahl. Und ja, genau da liegt der Vorteil. Er ist wirklich sehr, sehr klein, könnte damit eine günstige Alternative zum Victorinox Fireant sein. 10 Stück von diesen kleinen Zündsteinen kosten gerade mal, je nach Angebot, 4 bis 6 Euro. Das Fireant Set von Victorinox mit 3 Feuersteinen und 6 kleinen Zünderportionen kostet etwa 25 bis 27 Euro. Wenn man jetzt den Durchmesser dieser günstigen Zündsteine ein bisschen reduziert und auf den Innendurchmesser des Korkenziehers anpasst, dann hätte man genau dieses Fireant Set, bloß in sehr günstig. Das habe ich hier mal gemacht. Also das funktioniert auch wirklich ganz gut. Bilder dazu werde ich euch dann im Abspann noch zeigen. Ich habe mir dann gleich noch ein bisschen Zunder gebastelt. Das ging auch sehr, sehr einfach. Man nimmt einfach ein Teelicht, dann zwirbelt man hier so ein bisschen Watte zusammen und ja, wenn das Wachs dann geschmolzen ist, tunkt man das hier so ein. Das lässt man dann so ein bisschen drin. Dabei kommt dann das hier heraus, also wirklich Watte mit Wachs gedrängt. Und das schneidet man sich dann auf den jeweiligen Korkenzieher zurecht. Ja, ist eine günstige, gute Idee, funktioniert wirklich sehr gut. Was natürlich zu sagen ist, bei dieser Variante gibt es einen kleinen Nachteil. Man muss den Durchmesser um 0,5 bis 0,6 mm reduzieren. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Also man nimmt ja da wirklich sehr viel Material weg. Deshalb wollte ich noch ein paar alternative Aufbewahrungsmöglichkeiten zeigen. Unter anderem auch welche, die das Tragen dieses Mini-Feuerstahls auch bequem an anderen Messer ermöglicht. Hier zum Beispiel das Essie Chirp oder hier ein Tops. Ja, da würde ich mal sagen, es geht los. Erstmal zeige ich euch ein paar messerinterne Lösungen. Es gibt ein paar Modelle von Victorinox, bei denen man diesen Feuerstahl sehr gut unterbringt. Mir ist aufgefallen, dass er hier sehr gut unter die Zange passt, und zwar in diese vordere Aussparung. Man sieht ziemlich haargenau. Geht zu, stört auch nicht. Problem ist natürlich, wenn man vergisst, dass der hier drunter ist, dann ist er auch weg. Deshalb habe ich das Ganze hier nochmal gemacht, und zwar ein bisschen in Frischhaltefolie eingewickelt. Das heißt, er kann nicht rausfallen. Und ich kann den hier mit der Pinzette rausholen. Also das ist eine sehr gute Lösung. Man braucht den Feuerstahl ja dann doch nicht so häufig. Das gleiche geht auch bei den 111er Modellen mit Zange. Hier verbirgt er sich dann aber eher unter dem Schraubendreher. Selbes Prinzip, Frischhaltefolie, Pinzette und dann rausholen. Dann liegt hier noch das Explorer. Hier so halb unter den Schraubendreher und dann hier zumachen. Ja, ist ein bisschen schade, dass es nur bei den Modellen mit Zange und bei Modellen mit der Kombination Lupe und Kreuzschlitzschraubendreher funktioniert. Da findet der Feuerstahl dann gut Platz. Ja, aber ist halt ein bisschen eingeschränkt. Es gibt aber auch einfache externe Lösungen, die dann auch bei allen anderen Victorinox-Messern bzw. eigentlich bei allen Messern mit einem Lanyard-Loch funktionieren. Als nächstes ein paar Lösungen, die mit Paracord funktionieren. Besser gesagt, nur mit der Umhüllung. Das heißt, man entfernt das Innenleben aus der Schnur. Das geht bei den meisten Paracord-Sorten wirklich sehr einfach. Einfach bloß ein bisschen hier ziehen. Und ja, dann hat man diesen flexiblen Teil. Hier muss man dann mit dem Feuerzeug noch die Enden veröden. Das macht man am besten auf einem Schraubendreher, sonst zieht sich das zu sehr zusammen.
Am besten auf beiden Seiten natürlich. Und man muss auch auf die Länge achten. Zeige ich euch hier die einfachste Variante. Das ist wirklich bloß ein Stück Paracord, oben zusammengeschweißt, kleines Loch rein, Schlüsselring durch und unten zusammengeschweißt. Wenn man dann hier ran möchte, schneidet man einfach ein Stück ab und man kommt an den Feuerstahl. Ist eine einfache Lösung, funktioniert auch ein paar Mal, dann muss man halt irgendwann mal dieses kleine Stück Umhüllung wechseln. Kann man dann sofort wieder verschweißen. Das wäre die eine Sache. Es gibt noch eine etwas komfortablere Lösung. Und zwar gibt es für, ja, für Reißverschlüsse und Zipper solche Endstücke aus Kunststoff. Die kann man meist relativ leicht öffnen. Gibt es verschiedene Systeme. Man sieht das jetzt hier. Das greift die Enden des Paracords und wird dann hier zusammengedrückt. Dann hält das wirklich sehr sicher. Kann man dann hier abziehen. Alles kein Problem. Und genauso habe ich das auch bei einem der Messer gemacht. Einfach hier rausziehen, abziehen und hier drinnen ist der kleine Feuerstahl. Ist natürlich schön, weil wiederverwendbar. Wie gesagt, gibt es hier verschiedene Modelle. Es gibt auch welche, die haben innen so kleine Zähne. Das dürfte man ganz gut sehen. Und ja, auch hier ist dann ein kleiner Feuerstahl drin. Das Schöne an diesem System, das geht natürlich bei jedem Messer, das hinten eine Fangriemenöse bzw. ein Lanyard-Loch hat. Ja, auch hier ist ein kleiner Feuerstahl drin. Das ist das Essie Chirp. Ist natürlich eine tolle Sache. Mir gefallen beide Lösungen sehr gut, sowohl diese sehr einfache als auch die mit diesem Endstück. Dann zeige ich euch meine nächste Idee. Jetzt wird es etwas spezieller. Das hier war mal ein Fahrradventil. Das kann man noch ganz gut erkennen. Ich habe das einfach hier abgesägt und hier drin ist eine kleine Beilagsscheibe. Da habe ich eine Schnur durchgezogen, innen verknotet. Also das hält wirklich richtig sicher. Das ist eine Autoventilkappe. Die habe ich geätzt. Danach war die zufällig messingfarben. Das heißt, sie passt sehr gut zu diesem Messinggriffschein. Und wenn man hier aufmacht, hat man einen kleinen Hohlraum. Und da passt perfekt dieser kleine Feuerstahl ein. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ist mal was anderes. Bisschen Arbeit, aber jetzt auch nichts Dramatisches. Das da ist ein Edelstahl-Trinkhalm. Ja, auch hier habe ich ein Stück abgesägt, hinten zusammengepresst, Loch rein, geätzt, Schlüsselring durch. Der Korken ist ein Plastikkorken, den habe ich ein bisschen zurechtgeschnitzt. Hat mir nicht so gut gefallen. Dann habe ich ganz zufällig festgestellt, dass diese Blitzventilkappen von Fahrrädern hier ganz gut drauf passen. Also eigentlich perfekt. Es hält auch wirklich schön fest. Und wie ihr es schon seht, hier ist ein bisschen Zunder drin. Den kann man dann mit der Pinzette rausholen. Und auch hier ist ein kleiner Feuerstahl. Ja, gefällt mir sehr gut. Ist auch wirklich einfach. Kommen wir zu der nächsten Lösung. Die nächste Idee basiert auf diesen kleinen Pry-Bars, die einen Bit enthalten. Der wird hier gehalten durch O-Ringe. Hier sind seitliche Einkerbungen bzw. Vertiefungen. Dort halten die O-Ringe. Ist eine sichere Sache und das lässt sich dann auch ganz gut übertragen. O-Ringe gibt es im Baumarkt und im Discounter, also so kleine Dichtungsringe, kosten auch nicht die Welt. Hier an der Kydex mit einem kleinen Stück Leder. Also funktioniert sehr gut, hält auch gut, sollte dann schon ungefähr 3 mm dick sein. Oder eine ganz simple Lösung, das hier waren mal Eisstäbchen, da habe ich zwei übereinander geklebt. Auch hier sind dann kleine Vertiefungen. Innen ist eine Kugelschreiberfeder. Ja, das ist nur, falls der Feuerstahl sich so stark abnutzt, dass er hier drinnen hin und her rutscht. Da dachte ich mir, da findet er nochmal zusätzlich Halt. Das war so der Gedanke dahinter.
Es gibt natürlich auch kleinere Fehlschläge, also die dann optisch nicht so super rüberkommen. Das sind jetzt hier ganz normale Kabelbinder. Also da, ja, das ist schon sehr stark improvisiert. Aber wie gesagt, es würde funktionieren. Optisch ist das natürlich nicht so der Bringer. Okay, ich würde sagen, wir kommen zu einem Fazit. Mein Fazit, die Zündsteine für diese Bügelanzünder sind wirklich interessant. Durchaus eine Alternative zu den Feuerstählen, die es bisher für Victorinox so gibt. Allein der Preis 4 bis 6 € für 10 Stück, das ist sehr attraktiv. Wie man diese kleinen Feuerstähle letztendlich dann verwahrt, ist Geschmackssache. Am Messer, vielleicht hier als Bead oder auch im Messer oder in einer kleinen Pouch im Geldbeutel oder vielleicht auch hier ganz simpel zwischen Klettverschluss nochmal extra verpackt, damit man es auch gleich wieder findet. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Schrumpfschläuche wären auch noch zu nennen. Ich denke, da kann man wirklich kreativ sein. Eines ist auf jeden Fall klar, diese kleinen Feuerstähle, egal ob von Victorinox oder eben genau diese Alternative hier, sind nicht besonders komfortabel in der Bedienung. Also an einen großen Feuerstahl kommen die auf keinen Fall ran. Aber so als kleine Notfalloption sind die kleinen Zündsteine auf jeden Fall nicht zu verachten. Gut, für mich bleiben jetzt hier noch zwei Dinge als Resümee festzuhalten. Erstens hätte ich nie gedacht, dass ich mal über 12 Minuten über das Thema Feuerstähle rede. Und zweitens wird uns allen die Bügelgaszünderindustrie sehr dankbar sein. Das war's dann auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.